Ich bin jetzt Bruno Schmitz, ich bin ein deutscher Schauspieler und war heute war ich Juror bei den International Emmy Awards. Und ich durfte eine bestimmte Kategorie heute abstimmen und es war hochinteressant, was ich sehen durfte. Ja, erzähl ich darf mal. Nicht verraten, ach, was es ist. Nicht. Nein, das ist leider, ist das, musste ich ein Non-Disclosure Agreement unterschreiben, dass ich nicht sagen darf, was ich gesehen habe. Aber es war, das, was ich gesehen habe, war fantastisch. Aber wir werden es ja am Abend der Emmy-Verleihung, so ist es ja bald. Wie funktioniert denn dieses Prozedere? Das versteht ja kaum ein Mensch. Also ja, das war gar nicht so einfach. Wir sind doch gebrieft worden dann alle. Ne? Also aber das darfst du ja sagen, wie das funktioniert. Ich denke schon, ja. Also es geht ja auch darum, dass wir in Kategorien abstimmen, die nicht, also wir Europäer oder wir Deutsche, wir stimmen nicht für deutsche oder europäische Sachen ab. Ja, also dass wir nicht irgendwie, dass es nicht kompromittiert ist. Und wo fand diese Abstimmung statt? Hier im Hotel? Im Roten Rathaus. Im Roten Rathaus? Echt? Ja. Wow. Also heute war von Anfang bis Ende, also ich hatte ja den ganzen Tag heute diese Veranstaltung. Ja, es ging sehr früh los, um 8.30 Uhr mit dem Empfang im Roten Rathaus und dann war da extra dieser Saal gemietet, wo wir, also die Gruppe, mit der ich war, uns diese vier Produktionen angucken mussten. Es war hochinteressant. Nur, also es war top besetzt, nur interessante Leute, nur interessante Kunden. Und es hatte unglaublich klasse. Bis zu der Party hier. Auch diese Party war, also selten so viel Grandezza erlebt in Berlin für eine Filmparty. Absolute Grandezza. Also absolute ich bin Grandezza. So begeistert. Es ist episch. Die Gästeliste ist Mario unglaublich. Mario Geburtstag, entschuldige bitte. Ja, alles. Wie groß ist das denn bitte? Oscar-Preisträger laufen hier rum, alles Mögliche. Also es war der absolute, ja, also ja, war schon wirklich ein Knaller. Guck mal, jetzt ist 0.43 Uhr und du bist seit 8.30 Uhr am Start. Ja. Also wahrscheinlich schon um 6 aufgestanden. So ist es. War jetzt geschätzt. Ja, wir haben uns vor, es gab kein Vorgespräch. Es gab kein Vorgespräch. Nee, also das heißt, du bist schon lange auf den Beinen und hast gut durchgehalten. Ich denke schon, ja. Aber war es das jetzt mit der Abstimmung oder musst du noch mal ran? Nein, das war's. Das war's. Ich könnte jetzt noch zu der Preisverleihung dann am 25. November nach New York. Jetzt im Ernst? Ja. Cool. Ja. Aber das machst du doch, oder? Ich denke schon. Ja, also sowas ist ja nicht jedes Jahr, nein, ne? Das ist absolut, es ist once in a lifetime. Einmal bei den Emmys? Das ist once in a lifetime. Und dann sitzt du da und dann kannst du halt sagen, ja, ich war einer, der mit abgestimmt hat. Also sollte die Produktion, für die ich abgestimmt habe, wirklich dann auch diesen Preis bekommen, dann darf ich mir das auf meine Fahnen schreiben. Ja. Danke, dass du mir diesen wunderbaren Einblick hinter die Kulissen ermöglicht hast, der Emmy-Abstimmung. Also wie gesagt, wir haben die Geheimnisse gewahrt, weil wir haben einfach mal jetzt verstanden, wie das Ganze abläuft. Ja, also das waren die auch total streng, ne? Also dass man das überhaupt nicht, ich würde gerne darüber reden. Ja? Ich würde jetzt auch gerne sagen, ey, ich habe wirklich diese vier Wahnsinnsproduktionen aus die zwei von da und so, und da war schon... Wir können ja nochmal, wenn du aus New York zurück bist, darüber sprechen. Können wir gerne machen. Und dann kannst du auch erzählen, wie es dort war bei den Emmys. Ja, kann ich gerne machen. Wie bist du da eigentlich jetzt rangekommen? Das kam über meine Agentur. Ich bin über meine Schauspielagentur angefragt worden. Mhm. Ja. Ganz professionell. Ja. Hast du denn als Cineast eine Epoche der Filmgeschichte, wo du sagst, das waren die goldenen Jahre des Kinos? Oh, du meinst jetzt, du persönlich. Ich als Schauspieler, du als das, Cineast. Was ich, okay, jetzt wird es nochmal kompliziert. Ich habe ja, als ich angefangen habe, als junger Schauspieler, das war in den frühen 90ern, als die Mauer gerade gefallen ist, und ich hatte eben das große Glück, noch eine der letzten DEFA-Produktion zu machen und gleich danach eine große westdeutsche Produktion, was ein Riesenunterschied war. Ich habe noch auf Film gedreht, ich habe noch mit Leuten gedreht. Ich hatte noch Kameramänner, die haben stundenlang geleuchtet. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Die haben 3 Stunden eingeleuchtet. Die Zeit gibt es heute gar nicht mehr. Ja, was ist der Unterschied zwischen einer DEFA-Filmproduktion gewesen und dann einer... Danke für die Frage. Westdeutschen danke Produktion. Für die ganz Frage. Offen, ganz offen. Danke für die Frage. Bei der DEFA war es eben so, es musste alles ganz genau sein. Also das ging bei dem Casting schon los. Es gab gar nicht, man hatte gar nicht, es musste einfach alles stimmen. Man hatte gar nicht die Versuche, du konntest gar nicht irgendwie 100 Takes machen oder sowas. Du musstest irgendwie, du hattest 3 Takes und wenn die nicht gesessen haben, nicht eins davon, ja, dann war es nicht im Film. Es musste alles gut vorbereitet sein. Und du hattest nur unglaublich professionelle Leute.
alles ganz minimalistisch. Die Mittel waren schon immer sehr begrenzt im deutschen Film. Ja? Und der westdeutsche Film damals, der hatte noch eine unglaubliche Anarchie. Damals haben sich Sender noch... Heute ist Dominik Graf einer der letzten, den man noch so drehen lässt. Der dieses totale anarchistische Momentum noch in seinen Filmen hat. Es ist im Laufe der Jahre verloren gegangen. Im Angesicht des Verbrechens habe ich schon 10-mal gesehen. Alle Folgen 10-mal. Es ist einfach nur... Das ist großartig. Und da, ja, das war noch die Zeit, wo sowas versucht wurde. Im Angesicht des Verbrechens. Sensationell. Ne? Sensationell. Sensationell. Ja. Aber gut, alles ist von ihm, fast alles ist sensationell. Und was noch, was mir auch... Und ich dachte, ich weiß ein bisschen was über den deutschen Film. Aber und tatsächlich auf einem... Es gibt zwei Dokumentarfilme von Dominik Graf. Ja. Offene Wunde, deutscher Film, mhm, und... Die verfluchte Liebe, deutscher Film. Beide sind großartig. Und ja, da kommen eben die großen, unerfüllten Talente des deutschen Films drin vor. Nicht die, die man so kennt, sondern die, die es nicht geschafft haben. Oder die, die nur so einen Film gemacht haben, der auch in Vergessenheit geraten ist, der aber ein Meisterwerk ist. Für das westdeutsche Kino in seiner Zeit. Roland Klick ist so einer von denen. Der große, unerfüllte Regisseur des westdeutschen Kinos. Das ist Roland Klick. Was meinst du mit unerfüllt? Wenn ich das verstehen darf. Er hatte nur einen ganz kurzen Moment, in der er diese Filme machen konnte. Und danach hat sich was auch immer was verändert. Er durfte diese Filme nicht mehr machen oder er war persona non grata. Er war nicht mehr... Er konnte dann nicht mehr an das anknüpfen, was ihm damals in dieser Zeit noch vergönnt war. Okay. Ja, doch, ich versuch's. Du musst dir beide Filme angucken. Ja. Sind unglaublich. Man kann ja gar nicht über Filme reden, bevor man sie nicht gesehen hat. Und das sind auch Filme, die schwierig zu bekommen sind. Ich weiß. Also das sind... Nicht alles ist digitalisiert. Nicht alles ist digitalisiert. Nicht alles läuft bei den Streamingdiensten. So ist es nämlich. Und ja, ich möchte aber nochmal sagen, ich bin ja... Sag du es mal. Du bist... Nee, sag ruhig. Ich bin ja Wessi. Ja, ich auch. Aus Hannover. Ja, okay. Aber ich habe ja trotzdem irgendwie, weil ich so ein Verrückter bin, ja, auch DEFA-Filme gesehen. Also natürlich die Märchenfilme, ja, sind ja ein Traum. Ja. 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 Dann aber eben auch die ein oder andere große, bekannte Produktion. Aber eben auch Dokumentarfilme. Und ich meine jetzt Leipzig damals, ne? Also die haben ja, also die DDR hat ja sensationelle Dokumentarfilme gedreht. Auch dann im Ausland, wenn ich es mal so sagen darf. Ob jetzt in Lateinamerika oder im Ostblock natürlich, also oder in Afrika, in Angola oder so. Also es gibt sensationelle DEFA-Dokumentationen. Übrigens, das größte DEFA-Archiv außerhalb Deutschlands befindet sich in Amherst, Massachusetts. Ja, ja. Barton Big heißt der Mann, der das dort leitet. Ich glaube, es gibt ja in Potsdam, glaube ich, ein großes... Ja, das ist, ja, in Deutschland. Ne? Aber außerhalb, die DEFA-Stiftung gibt es ja auch. Ja, aber außerhalb von Deutschland, in Amerika, die größte Sammlung von DEFA-Filmen befindet sich in Amherst, Massachusetts. Mhm. Ja. Vielleicht wäre es gut, wenn auch mehr DEFA-Filme in ARD, ZDF unbedingt gezeigt werden kann. Unbedingt. Das wäre schön. Das ist eben das große verlorene Filmerbe, das große... Ja. Warum wird da nichts gezeigt? Also klar, die Märchenfilme werden gezeigt. Ja. Aber ich finde, man sollte auch die Dokumentarfilme und die Spielfilme mehr zeigen. Unbedingt. Unbedingt. Als Teil des Bildungsauftrags. Unbedingt. 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 Absolut. Und du hast die DEFA noch erlebt? Ich habe das noch erlebt. Als Zuschauer und als Schauspieler? Als Schauspieler. Aber auch als Zuschauer? Allerdings erst, nachdem ich meinen ersten Film mit den ganzen alten DDR-Filmemachern gemacht hatte. Ich war auch noch sehr jung. Und es war kurz nach der Wende. Also der Zugang, ich habe das da erst durch die Arbeit mit diesen Leuten entdeckt. Hast du mal die Kinder von Goltzow gesehen? Das ist auch so eine Langzeit-Doku. Goltzow ist ein Dorf in der DDR gewesen. Was, Braunkohleabbau oder was? Nee, aber ich wollte nur sagen, aber es gibt eine der vielen tollen Dokumentationen. Aber das zeigt ja nur, wie vielseitig auch das DDR-Kino war. Absolut. Und eben mit so begrenzten Mitteln. Ja. Ja? Also es musste einfach. Du hattest nicht viele Versuche. Die DDR-Leute, die waren alle darauf. Ich habe gelernt, gleich an meinem ersten Drehtag meine Marke zu treffen.
werde ich nie vergessen. Ich musste durch einen Ballsaal durchgehen. Alle, die ganzen Komparsen waren im Kostüm. Paul Kuhn saß am Klavier, hat ein Bier bekommen. Und ich musste erst mal rein, Marke finden, gucken. Wo ist mein Love Interest? Zur Bar, das Bier holen, einmal durch den ganzen Saal durchtanzen, meine Freunde finden, mich da hinsetzen. Also ich musste bestimmt 5 Positionen abtanzen, bevor in einem Take. Damals wurden noch Schienen gelegt. Eine Steadicam war noch überhaupt nicht üblich. Damals wurde für eine Szene wurde extra eine Steadicam gut. Als ich das erste Mal eine Steadicam gesehen habe, das war ein Weltwunder. Heute ist das, heute weißt du, zückst du dein Handy und kannst, aber damals eine freie Fahrt zu drehen, das war ein Aufwand. Das konnte man sich nur für eine Szene und einen bestimmten Moment leisten. Und das musste geplant werden. Das ist nicht so wie, heute kannst du, ja, dann holen wir halt noch einen Steadicam-Operator mit irgendwie ans Set und dann, ja. Aber so war das eben nicht. Es musste alles ganz genau sein. Und das ist eigentlich der Kern und die Quintessenz des ganzen deutschen Films. Es ging nur um das Talent. Das Einzige, was gezählt hat, war das Talent. Und ob du das abrufen kannst in dem Moment. Und das wurde gesucht und das musste gefunden werden und das musste abgerufen werden. Und da haben dich die Leute hingebracht. Das haben übrigens beide gut gekonnt. Sowohl mein erster DDR-Regisseur als auch mein erster West-Regisseur. Ich dürfte mal Jürgen Neuenfeld, den DEFA-Schneider, kennenlernen. Und der hat sich natürlich beklagt, dass er halt in der DDR nicht die tollen Stoffe hatte wie im Westen. Aber das Handwerk war großartig. Und er hat mit den bescheidenen Mitteln, die ihm zur Verfügung standen, ja, und er dürfte auch mal nach West-Berlin, um da in der Staatsbibliothek die Schneider-Rundschau zu lesen, ja, um sich Schnittmuster zu kopieren. Mhm. Und die dürfte er dann ganz offiziell mit rübernehmen. Aber die Leute haben halt aus den begrenzten Mitteln das Beste gemacht. Ich will jetzt nichts romantisieren. Das ist nur das, was mir von Zeitzeugen erzählt wurde. So war es. So mussten wir Filme machen. Ja. Und wie gesagt, das hat ja alles seine Berechtigung und es wäre einfach nur schön, wenn man sich da mehr bilden könnte. Ja, und man kann sich natürlich auch in irgendwelchen, im Haus des Dokumentarfilms in Stuttgart, die alten Leipziger Kataloge anschauen von den Filmfestivals, aber man kommt halt an die Filme nicht mehr ran. Ja, also es ist, glaube ich, sogar vieles verloren gegangen. Ne? Ja, es ist viel verloren gegangen. Auch das Celluloid und so, das ist dann irgendwann vergammelt in den Kellern und so. Es ist vieles nicht digitalisiert worden. Genau, oder halt auch Schande. Nicht wertgeschätzt worden. Es ist nicht wertgeschätzt worden. Ja. Ja. Und aber ich glaubst du, dass wir da nochmal an einen Punkt kommen, wo wir einfach auch diese Vielseitigkeit des deutschen Filmschaffens würdigen? Ich wünsche es mir so sehr. Ich wünsche es mir so sehr. Ich wünsche es mir aus tiefster Seele. Und damals habe ich halt auch gedacht, nachdem ich die Erfahrung gemacht hatte mit dem ostdeutschen und dem westdeutschen Film, wenn das zusammenkommt, dass das hätte eine unschlagbare Filmkultur werden können. Das, was verpasst. Genau, dass man eben diese Synergien nutzt und das Beste von beiden Welten miteinander vereint und dass man nicht sagt, das war ja in vielen Bereichen so, ne? Also alle aus dem Osten werden geschasst und die aus dem Westen übernehmen. Richtig. Ja? Aber man hätte sich ja versuchen können, auf Augenhöhe zu begegnen und voneinander lernen. Und das Bewusstsein, das ist jetzt erst entstanden. Genau, also diese Vielseitigkeit schätzen lernen und halt zu gucken, wo kann man sich halt auch was bedienen von der Ostkultur, ne, damals schon. Das hätte man machen können. Ich habe mich mit Renate Krössner geduzt. Ich habe mich mit Dieter Mann geduzt. Ich habe noch mit Frank Beyer gedreht. Ich habe noch, wen ich alles noch erlebt habe. Ja, Wahnsinn. Das ist deutsche Filmgeschichte. Ja, und das ist ja, wenn ich das nochmal sagen darf. Also wenn man die Prägung des ersten Mals. Ja. Und ich bin so, jetzt nach all den, ich bin auch so glücklich. Das sind solche Standards, solche hohen Standards, die ich gelernt habe. Das ist unbezahlbar. Vielleicht noch ein Gedanke, auch wenn es jetzt schon ziemlich weit wegführt vom Thema Film und Filmgeschichte, aber wenn man immer solche Rückblicke sind und Jubiläen, ja, ob jetzt irgendwie 100 Jahre Berlin oder 500 Jahre deutscher Film oder so, da geht es immer nur um die westdeutsche Perspektive. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ach, ja, natürlich.
Und was mich auch immer besonders trifft, ist, wenn Schauspieler sterben und dann wird in so einem Satz erwähnt, ja, er war bekannt für einen Tatort oder sowas. Also der Umgang mit dem Erbe, was der Schauspieler eigentlich hinterlassen hat, wenn das dann in so 5 Sekunden abgehandelt wird, das tut mir weh. Da finde ich, ja. Da könnte auch, da ist eine Oberflächlichkeit und eine, kein sonderlich hohes Bewusstsein. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ich hier gehen darf, aber wir haben ja die Wahlen gerade erlebt in Sachsen, ja, und in Thüringen. Die in Brandenburg stehen uns noch bevor, wenn ich das mal so formulieren darf. Und es ist ja wirklich erstmal ein Schock, dass die AfD dabei über 30% ist. Nur mal so ins Blaue jetzt hinein. Könnte das auch mit eine Folge sein, dass die Menschen vielleicht nicht abgeholt wurden und sich zum Teil nicht wertgeschätzt gefühlt haben? Natürlich. Genau das ist der Punkt. Und um jetzt nochmal die Kurve zu einem Ausblick zu bekommen, was können wir eben tun, um die Menschen wieder abzuholen, den Populisten und den Rechtsextremisten so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen? Ja, das ist eine große Frage und vielleicht gibt es darauf keine einfache Antwort, weil wenn wir die Lösung hätten, hätten wir sie vielleicht schon länger umgesetzt, aber wir dürfen ja nicht aufgeben und wir müssen es irgendwie versuchen. Tja, am Ende ist es doch, dass nicht so agitiert wie die Wahrheit. Na? Es ist, du musst nichts agitiert so sehr wie die Wahrheit. Jede Lüge wird irgendwann aufkippen. Egal wie lange es auch dauert, aber die Lüge hat keine Substanz. Die Lüge wird nicht Bestand haben. Hoffentlich bleibt es so. Ja. Und was wünschst du dir persönlich für die Zukunft des deutschen Films? Ich wünsche mir wirklich Grandezza. Ich wünsche mir wirklich Grandezza. Aber es wird kommen. Es gibt immer wieder Ausnahmen. Es gab in jeder Zeit diese ganzen Perlen. Auch das, was Dominik Graf da in den beiden Filmen über den westdeutschen Film hat. Ey, jede Zeit hatte seine Perle. Manche von den Dingern werden dann berühmt. Und manche geraten leider in Vergessenheit. Das gilt für die Roland-Klick-Filme ganz besonders. Ja? Und manche, tja, wer hätte gedacht, dass Christiane F. so die Zeit übersteht. 50 Jahre später, dass das immer noch so, dass der nichts verloren hat. Wenn der Film eine bestimmte Qualität hat, dann wird der Film die Zeit überdauern. Wir sprechen immer noch über Caligari, wir sprechen immer noch über Metropolis, wir sprechen immer noch über Nosferatu. Es wird auch immer so sein. Ja, ich danke dir so sehr für das Gespräch und jetzt verstehe ich viel besser, dass du ausgewählt wurdest, um abstimmen zu dürfen. Also ich finde, da haben sie den Richtigen eingeladen. Danke. Hat mich sehr gefreut. War ein gutes Gespräch. Dankeschön.